uns doch mal von deinem allerersten Pony oder deinem allerersten Pferd. Ich hatte als erstes ein Pony, das war ein kleines Schimmelpony, die hieß Lady und mit der bin ich die ersten paar Male aufs Turnier gefahren, das erste Mal. Wenn du mal nicht beim Pferd bist, was machst du dann? Dann spiele ich gern Computer oder treffe mich halt mit Freunden. Was isst du zum Frühstück? Vor der Schule meistens nix und in der Schule dann ein Brot, ein Apfel, was ich halt mitnehme. Was kommt denn bei Nils überhaupt nicht auf den Teller? Kartoffeln. Warum? Ich esse Kartoffeln lieber in Form von Pommes. Hast du einen Spitznamen? Nein. Auch nicht bei deinen Eltern? Nilsi. Kannst du dich noch so an deinen emotionalsten Sieg oder vielleicht an das emotionalste Turnier erinnern? Das war in Warendorf auf dem Nachwuchschampionat. Ja, das war das erste größere Turnier, wo ich überhaupt mitgemacht habe. Worüber kannst du dich immer wieder aufregen? Wenn ich mein Zimmer aufräumen muss. Gibt es ein reiterliches Vorbild, das du hast? Michael Jung. Warum? Der ist immer gut auf allen Turnieren, hat die Olympischen Spiele gewonnen. Gibt es eigentlich auf dem Turnier so irgendwelche Rituale vor dem Ritt, bevor es vielleicht ins Gelände geht, was du noch so machst? Bevor ich reite, gehe ich entweder nochmal die Dressuraufgabe im Kopf durch oder den Parcours oder Gelände, Strecke. Wann hast du das letzte Mal geflucht? Heute Morgen in der Schule. Warum? Weil die Matheaufgabe nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Was ist denn dein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Das Beste am Reiten ist? Das Beste am Reiten ist, dass man immer neue Sachen mit seinem Pferd erleben kann. Man kann vieles mit dem Pferd ausprobieren, viele Sachen machen, springen, Dressur reiten, Gelände reiten.